Gemäß dem Motto Himmel und Erde, ein Vortrag über die Mondlandung. Sie alle haben vielleicht miterlebt, vor 50 Jahren, bei der Feier des Jubiläums am 21. Juli, was für Ära damit angebrochen ist, was für ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte damals geschrieben wurde. Und vielleicht hat sich der eine oder die andere von Ihnen schon gefragt, und jetzt? Und jetzt gibt es ein Konzert. Erika Pluha und Klaus Trabitsch, Lieder vom Himmel und der Erde. Naja, manches ist wirklich zum Weinen, aber Weinen ist auch ganz was Gutes, ist dem Menschen sehr zuträglich. Und ich glaube, das wienerische Wort für Weinen, das sagt lautmalend so schön dieses Befreiende, Erlösende, Bereichernde, das Weinen für uns Menschen ja auch bedeuten kann. Das ist eine dieser schönen, bluesigen Kompositionen von Klaus und das Lied heißt Vana. Vana, möchte ich. Vana, ihr nicht gescheit. Vana, ja, das weiß ich jetzt gut. Das Vana ist dem Jammer seine Freud. Vana, Dori. Vana, jeden Tag. Vana, Rotz und Wasserhahn. Weil das Vana ist mein Jammer und mein Freud. Und wann ich Vana tu, ja, dann ist es wie ein Sommerregen, der oberfällt. Ja, wann ich Vana tu, dann bleibt mir nach der Trockenheit die Herzenswiesen bald. Drum Vana, das gehört sich. Das Vana, das gehört dazu. Vana ist eine Lebenspflicht. Vana, wir atmen durch. Vana, das will ich. Vana, auch vor dir. Vana, na, ich genier mich nicht. Weil das Vana kehrt wie das Lochen zu mir. Und wann ich Vana tue, ja, dann blär ich mir die Nacht aus meiner Seele, ja, 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 wann ich Vana tue, dann kommt vielleicht ein Sonnenaufgang und es wird hell, ja, Vana, das brauch ich, das Vana, das hält nicht zusammen, Vana, wenn das Herz einem bricht, bis man's wieder brauchen kann. Oh ja, bis man's wieder brauchen kann. Ja, ja, bis man's wieder brauchen kann.
Frau Pluha, wie lange sind Sie mit Klaus Trabitsch schon in einem Team zusammen? Ja, die Sachen jähren sich unglaublich. Also die Zeit vergeht, also mehr als 25 Jahre. Ja, wir haben uns gefunden, haben mal begonnen miteinander versuchsweise und das wurde dann aber sehr, sehr schnell zu einer ganz intensiven Zusammenarbeit. Die meisten meiner Lieder, die ich singe, oder sehr, sehr viele, sind vom Klaus auch komponiert. Und da ich selber nicht wirklich Musiker bin, sondern vielleicht kann man mich Musikant nennen, weil ich kann nicht Noten lesen, spiele kein Instrument, aber mein Gehör ist, glaube ich, gut und meine Stimme ist meine Stimme. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, dass ich mit wunderbaren Musikern zusammenarbeiten kann. Sie hat sehr gute Texte, wahrheitsgetreu immer an der Tagesordnung, man kann sie viel herausholen. Sie hat das Richtige getroffen. Ja, inhaltlich wertvoll und aufschlussreich. Und wahrscheinlich schreibt sie diese Lieder mal dann, wenn es ihr schlechter geht und wenn sie traurig ist. Was man bei der Frau Pluha bemerkt, das ist, dass sie eine unglaubliche Vergangenheit hat, aus der sie eigentlich aus wirklich innerer Haltung heraus das auch singen kann und nicht einstudierte Dinge. Niemand war, er würde es groß. Niemand starr oder irgendein Plattel in der Hand. Nimm einen Fluss, einen Vogel floh. Ja, dann war's das, was schön ist auf dieser Schirchenwelt. Ja, und nimm ein Kind und seine Augen. Schaut einmal an, wie klar da drinnen alles war. Nimm den Blick tief in dein Herz. Ja, dann war's das, was schön war auf dieser Schirchen. Dann hörst das auf, dich nur zu beklagen. Dann lernst das langsam zu dir selber zum Sorgen, dass das Leben vielleicht doch ein Geschenk ist. Sogar dann, wenn man da gar nichts schenkt. Ja, nimm den Wind im Haferfeld, nimm die Sonne oder eine Wolke, die schön vorüberfliegt. Nimm die Nacht, wie still alles ist. Ja, dann war's das, was schön ist auf dieser Schirchenwelt. Nochmals wirklich euch allen vielen Dank. Das war ein unvergesslich schöner Abend. Vielleicht sieht man sich wieder, man weiß es ja nie. Na? Alles klar.